Liebe Zuschauer, herzlich willkommen bei Was bin ich? Ich spare mir alle weiteren Vorreden, weil wir einen ziemlich vollen Gabenkorb heute haben. Ich darf Ihnen nur meine Kollegen vorstellen, die Irene. Grüß Gott. Dann nach längerer Pause wieder mal die Marianne. Guten Abend. Der Hans. Grüß Gott. Die Annette. Guten Abend. Und unser Schweizer Kollege Guido. Grüß Gott. Und dann darf ich euch bitten, die Masken aufzusetzen. Ja, sowas gibt's. Das ist nicht das einzige Mal, kann ich euch verraten, heute. Alles klar? Dann darf ich unseren ersten Gast bitten. So, unser Gast ist männlich. Welches, ich darf Sie erst mal vorstellen. Unser Gast ist männlich. Welches Schweinchen hätten Sie denn gern? Das Rosa. Okay. Und eine Handbewegung auch. Sehr gut, alles klar. So, also, es geht an beim Guido. Muss ja einen Grund haben, dass wir die Masken jetzt anziehen. Ich würde Ihren Beruf erkennen, wenn ich Sie sehen würde. Möglicherweise. Ist es ein künstlerischer Beruf, den Sie ausüben? Ja. Brauchen Sie also ein Talent dazu? Ja. Haben Sie auch eine Ausbildung genossen? Ja. Haben Sie im weitesten Sinn mit Theater, Film zu tun? Ja. Sind Sie an Aufführungen beteiligt? Ja, kann man sagen, ja. Sind Sie ein Darsteller? Ja. Präzise Schauspieler? Ja, ja. Sind Sie fest in einem Ensemble? Nein, das nicht. Sie wirken durch Ihre Stimme? Nein, eigentlich nicht. Dann ist Ihre Mimik entscheidend. Die Mimik ist eigentlich nicht entscheidend, ne? Könnte es sein, der Robert spricht jetzt für Sie und antwortet, könnte es sein, dass Sie gar nicht Deutsch sprechen? Ja, ja, das könnte man sagen, ja. Könnte es sein, dass Sie nur von Ihresgleichen so recht verstanden werden? Mit anderen Worten, sind Sie vielleicht gar kein Mensch? Ja, ja, kann man sagen. Aha. Sind Sie ein Aff? Ich bin kein Aff, nein. Ein Aff, hat sie gesagt, ein Aff. Das war ein Nein? Das ist ein Nein, ja. Das war ein Nein. Aber Sie sind ein Tier. Ein Tier, ja. Ein sehr gängiges Tier. Was heißt gängig? Gebräuchliches. Ja, im Doppelsinn. Ah, ja, ein gängiges Tier. Im Doppelsinn, eines, was häufig vorkommt und geht. Ja, auf dem Boden. Nein, ist er nicht. Nein, nicht so ein gängiges Tier, in dem Sinn ist er nicht. Sind Sie vielleicht ein Säugetier? Ich bin kein Säugetier. Nein. Ich spreche jetzt für ihn. Halten Sie sich am liebsten im Wasser auf. Ja, eigentlich nicht, ne? Ein Vogel. Ein Vogel, ja. Ja. Einer, der... der theoretisch auch so ein bisschen reden könnte, wenn man es ihm beibrächte. Nein, reden kann er nicht. Aber Sie sind also ein dressierter Vogel, der in Stücken mitspielt. Ja.
Ja, Annette, du kennst die Vogelarten besser als ich. Es ist schon richtig, dass ich nicht Ihren Namen kennen muss. Wenn man den Namen kennt, wäre es leicht. Dann kennt man ihn, ja. Ach, dann wäre es leicht. Und es ist möglich, dass ich Sie, sehr geehrter Herr Vogel, im Fernsehen sehe oder gesehen habe. Ja, ja. Sind Sie da in bestimmten Sendungen? Sendungen? Nein. Sind Sie wenigstens ein heimischer Vogel? Ein heimischer Vogel, ja. Und Sie führen einen Schwanz? Einen Schwanz, natürlich, ja. Und sind Sie einfarbig? Ja, ist er. Können wir nicht uns da beraten irgendwie? Also, ja. Sind Sie schwarz? Ja. Schwarz wie die Nacht? Schwarz wie die Nacht, ja. Da gibt's Krähe oder Rabe? Oder, ja. Oder fragen kann ich nicht mit Ja oder Nein. Ja, ich komme dann schon noch drauf. Ich wollte mal die allgemeine Marschrichtung. Ja, die allgemeine Marschrichtung ist Ja. Krähen kenne ich keine, die hier mit dem Herrn Lemke zusammen auftreten würden. Also, für Rabe bin ich mal für Rabe. Ist das eine Frage? Ja, ich stelle die Frage jetzt korrekt. Sind Sie, lieber Vogel, neben Herrn Lemke ein Rabe? Ja, nicht nur neben mir, der ist überhaupt ein Rabe. Ne? Er heißt Hans Huckebein und das ist ja bekannt. Was hast du, Maxi, weiß ich nicht, ne? Ja. Er spritzt nicht wieder so rum, gell? Ja. Und magst du zur Belohnung ein Gefühl, ne? Ja, gut, er wirkt sich schon dasselbe aus. Das ist der Rabenvater, wenn ich den vorstellen darf, der Herr Roland Müller. Schön auswickeln, gell? Und dann darfst du das fressen. Ja, Herr Müller, wie sind Sie denn auf den Raben gekommen? Von Kindheit her habe ich immer den Traum gehabt vom Hans Huckebein, von Wilhelm Busch. Und da habe ich dann jahrelang mich mit... Jahrelang habe ich mich mit Krähen befasst, bis ich endlich so weit war, dass ich die Genehmigung bekam, die amtliche, nicht ohne Schwierigkeiten, um einen Kohlgraben oder zwei zu haben, damit man endlich einmal das Werk von Hans Huckebein für die heutige Jugend wieder verfilmen kann. Wir haben einen kleinen Film, den wir uns vielleicht jetzt schnell anschauen können. Da sieht man, was er alles kann, aber... Wie lang sind Sie mit ihm befreundet, würde ich sagen? Ja, wir haben vor ungefähr 6 Monaten das 10.000-stündige Jubiläum zusammen gefeiert. Denn wir leben immer zusammen, nur die Nacht, der Schlaf trennt uns, sonst immer im Wagen. Ist er ein guter Beifahrer im Auto? Immer, ja. Ach, ja, der macht mich auf alles aufmerksam, wir werden es dann gleich sehen da. Hat er Sie jetzt vor einer Radarfalle gewarnt oder sowas? Ja, die da in Uniform vor diesen da sagt, er muss dich in Acht nehmen. Was frisst er denn hauptsächlich? Schweizer Fondue. Also Fondue. Aber nicht nur, ne? Nicht nur. Fleisch hauptsächlich, ne? Hauptsächlich Fleisch, ja. Vor allem, wenn man gegessen hat, will er dann bezahlen. Ne? Du bezahlst? Hopp. Das erste Mal, dass ich von einem Gast Geld kriege. Ja. So. Danke. Ja, also, fein. Fast voll geworden. Ja. Ist auch ein einziges. Ich danke Ihnen, Herr Lemke. Bitte sehr, alles Gute. Und dir auch alles Gute. Okay. Willst du noch ein Gutti mitnehmen? Hm? Ja, noch ein Gutti. Warte mal. Hm? Ist jetzt gekommen? Kein Gutti. Wow. Er wickelt es nämlich schön aus, gell? Und
So bin ich auch. Also. Dann darf ich unsere nächste Gast bitten. Halt bitte die Maske, bitte. Ich brauche noch mal die Maske. Und sagt, dann geht's gleich ein. Dann darf ich unseren nächsten Gast bitten. Selbstständig ist gut, Frau Frank. So war es, ist bequem. Es geht weiter, glaube ich, bei der Marianne. Moment, wir wollen erst noch einmal die Vorstellung genau machen. Augenblick. Dann, welches von den Schweinderl hätte? Das Grüne? Ja. Und eine Handbewegung müssen wir einfach machen. Das ist die Handbewegung. Gut, also jetzt bitte, Marianne. Bin ich richtig in der Annahme, dass Sie ein Mensch sind? Ja. Würden wir Sie erkennen, wenn wir nicht die Masken hätten? Ja. Wir raten aber einen Beruf, ist das richtig? Ja. Das heißt, dass Sie, Ihre Person, mit diesem Beruf ganz eng verbunden ist? Ja. Ist das ein Beruf aus dem Schaugewerbe? Nein. Ich kann wirklich Nein sagen. Würden wir Sie eben erkennen, weil Sie eine typische Berufskleidung tragen? Ja. Kann man diese Berufskleidung als Uniform bezeichnen? Nein. Ist Ihr Beruf einzuordnen in die Dienstleistungen? Nein. Richtig, ja. Ich komme hier vor wie bei der Blindfluchausbildung. Ist, auch wenn das, es ist keine Uniform, aber es ist eine typische Berufskleidung. Ja. Eine Berufskleidung, wie Sie zum Beispiel auch Monteure tragen würden? Nein. Wie Sie Monteure tragen würden? Ja. Ja, eine wie, ne? Doch, das ist auch eine Art Berufskleidung, keine Uniform. Ja, das stimmt. Also, Sie stellen etwas her. Könnte man die... Oder verteilen, ja. Könnte man die Berufskleidung auch als eine Art von Schutzkleidung bezeichnen? Nein. Sie stellen etwas her, was Sie auch selber verteilen. Ja. Ist das hat das etwas mit Folklore zu tun? Nein. Das, was Sie da herstellen und verteilen, das würde jemand wie ich gern kaufen. Ja. Und da rede ich mit Ihnen. Ja. Also kann man Sie im weitesten Sinne als eine Verkäuferin auch, also auch Herstellerin, aber Verkäuferin nennen? Ja. Ist beruhigend, gell? Ja. Das braucht man eigentlich nur noch Masse verkauft. Wir nähern uns der Normalität, ne? Ja. Ist das, was Sie herstellen und verkaufen, lebensnotwendig? Ja. Das ist also ist das Ihre Auffassung. Ja, aber die ist doch gut vertreten. Gut. Also über das Lebensnotwendige kann man stundenlang diskutieren. Das ist etwas, was aber wir vermutlich alle dann zu Hause haben. Ja. Und was wir nach Hause tragen können, also das gewichtsmäßig. Ja. Haben wir das dann in der Wohnung? Ja. Da in einem bestimmten Raum? Ja. Hat der mit Kochen und Sauberkeit zu tun? Ja. Ist das überhaupt eine Art Lebensmittel, was Sie da... Ja. Und das stellen Sie auch her? Ja.
Bearbeiten Sie da etwas, damit das, was Sie verkaufen, rauskommt? Sagen wir wie Brot. Sowas wie Brot. In dem Sinn, wir arbeiten, muss man Nein sagen, gell? Diese Berufskleidung, die Sie tragen, könnte ich die als Tracht bezeichnen? Ja. Und Sie tragen diese Tracht, um den Umsatz zu steigern? Ja. Würden Sie Ja sagen, wenn ich Sie frage, ob Sie Marktfrau sind? Würden Sie nicht Ja sagen, gell? Nein, sagt sie nicht Ja. Schade. Es war ganz raffiniert, hintenrum fragte. Ist das, was Sie herstellen, einzuordnen in die Grundnahrungsmittel? Nein, kann man nicht sagen, gell? Nein. Ja, ich weiß. Bitte was? Was war das, Annette? Reihenfolge. Nein, wenn du es weißt. Nein, ich weiß es natürlich nicht wirklich. Aber ist es etwas, was wächst? Also müssen Sie zuerst eine Gärtnerin sein, um das zu verkaufen? Ja. Wegen Tracht. Ist es sowas, entschuldige Guido, dass wir dich übersprungen haben, ist es sowas wie das, ich glaube, fränkische Meerrettichweiberl? Wie heißt denn das wirklich? Greenweiberl. Greenweiberl. Ja. Und es wäre schade, wenn Sie nicht in Tracht und nicht mit Ihrer Kraxen kommen. Aber es zwingt uns natürlich, zwingt euch die Masken noch einmal auf. Ne? Also ganz ist nicht voll geworden, gell? Nö, ist doch wurscht. Das ist ein aussterbender Beruf. Ja, ne? Ja. Ihr kommt alle aus dem gleichen fränkischen Gebiet, ne? Ja. Aus Heroldsbach. Aus Heroldsbach. Früher haben Sie es von Haus zu Haus verkauft? Ja, ich habe schon jetzt auch noch Friegen, ich auch noch Sie haben einen Stammplatz auch in der Fußgängerzone am Uhrenweiß, ja. Und da kennt man Sie und ja, haben ja. Auch Ihre Stammkunden, ne? Ja, ja. Was geht denn am besten? Euer Krähen oder euer Tee? Ja, also der Krähen geht schon gut, aber das da, der 24 Kräuter-Tee. Das sind 24 Kräuter in einem Tee. Ja, ich kann es nicht nachzählen. Was sind ja. Denn die Hauptsachen? Das heißt immer, für jede Krankheit ist ein Kraut gewachsen. Ne? Und in jedem einzelnen Kraut steckt eine besondere Heilkraft. Und da sind 24 Kräuter in einem Tee drin. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja so schön, das ist ja gar nicht zum Aushalten. 100 Jahre alt. Das ist der meistgekaufte Tee. Wie alt waren denn Ihre Eltern? Meine Mutter ist 40 Jahre auf München gegangen. Wir haben einen kleinen Film gemacht, den schauen wir uns einmal ja. Miteinander an. Gell? Der hilft uns sogar für Tschernobyl davon. So geht sie also los in der Früh, um wie viel Uhr? Na ja, um 7 Uhr gehe ich ein, gehe los in der Fußgängerzone, nicht wahr? Aber von Haus zu Haus, da gehe ich jetzt rein, ein Geschäft, die will schon wieder so ein Kräutertee, siehst du das? Das ist ein Stamm von ja, dir. Ja, die macht, kauft nur den Kräutertee. Mhm. Ne? Was kostet denn so ein Packel Kräutertee? Naja, das ist verschieden. Gibt's ja, groß, ein kleiner. Das ist so ein Sackerl. Was kosten die 100 Gramm oder 200 Gramm? Wir haben keine Woche dabei. Wir verkaufen jetzt nur noch Diener vielleicht. Siehst du, da gehen jetzt noch ein Karstadt da, ne? Wird eingepackt, auspackt. Und da eröffnen Sie jetzt das Geschäft. Da ne? Wird es jetzt auch kommen, schon die Leute. Siehst du das? Mhm. Ja. Sie können ja doch nicht abends immer heimfahren, ne? Nein, da sind wir in München, ne? Ja. Aber momentan suchen wir ein Quartier in der Stadt. Das ist ganz schlecht. Wir zahlen ja noch Zeug, wir sind brav, anständig, anspruchslos, alles nicht. Ja, aber das sind wir brav. Ich brauche jetzt halt ein wenig Übernachtung. Ja, wenn also jemand Kräuter will und 100 Jahre alt werden will, dann braucht er bloß los im Monat 5 Tage, wenn ich nicht hört, ne? Also nur reinkommen. Ja, jetzt hören wir auf, sonst brauchen wir hier Wohnungsvermittler. Also gut. Also wenn jemand gehört hat, dass er, wenn jemand ein Zimmer hat und sowas Nettes wie vielleicht Sie haben will, ja noch. Der meldet sich schon. Na, freilich, das will ich auch hoffen. Also, da haben wir, nein, wir Pfefferminztee auch, ne? Den kann man zweimal ernten, den Pfefferminztee. Ah, ja. Ja. Wie lange muss denn der trocknen ungefähr? Na, es kommt auf dem Wetter an. Ich schwitze jetzt, ich muss jetzt den Ding runter da drauf. Ja. Wenn es schön ist, ist der schnell trocken, ne? Mhm. Da sind wir mit Schafgarben, für Magen und Darm das Beste. Ne? Das ist überhaupt ein spezieller Frauentee, ganz gesunder Schafgarmtee. Wechseljahr möchte mir überhaupt nichts aus. Da sind wir jetzt Linden geblieben.
da braucht man ein Jahr lang, bis man abgefunden hat. Ja. Eine Stunde mindestens und Kreuzweg riecht man da. Ach, da kommt der Meerrettich raus. Da wird jetzt der Meerrettich rausgehoben. Sie haben ihn da hier in Büchsal schon gerieben. Ja, ne? Ja, ich bin schon gerieben da. Ne? Aber man kann ihn auch kaufen als Wurzel. Also, überfallen kann uns keiner. Das sind die Wurzeln. Ne? Und den schält man ein bisschen und reibt ihn selber. Ja. Dann kann man einfrieren auch. Ne? Kann man einfrieren auch, ja. Stücklerweise einfrieren. Ne? Mhm. Da wäre jetzt geköpft, dann wäre er dich. Dann hat ein Kräuterfuchs kauft den auf, ne? Und wir holen ihn dann für den. Das ist ein Großhändler. Das ist also ein großer Familienbetrieb. Ne? Der hat Frauen angestellt, die das haben. Ich sage mir ja selber auch den. Das scheint so sein, die Wurzeln. Das sind die Wurzeln. Da haben wir sie in Wirklichkeit gesehen. Das sind bei Trümmer. Das sind Trümmer. Das große ja, wir haben nur große Waren mit einem Jungfang, haben wir nicht. Ja. Ja. Davon bin ich überzeugt. Ja. Dann kann ich nur hoffen, dass Sie erstens wirklich mindestens 100 Jahre alt werden, weil denen guten Testis haben. No. Und dass wir bei der Wohnung finden und dass no, der nachher halt sonst auch wird. Und gute Geschäfte machen. No, damit. Als Sie alle im Gebieter sehen. Gott, das ziehe ich mir wieder an. Darf ich helfen schnell? Ach, das macht mich alles allein. Alles kann man auch nicht allein machen, ganz mit uns. Ich mache mich viel allein. So, Wiedersehen. Ja, so, das ist der Herr. Manfred Laux. Herr Laux, Sie haben jetzt den Platz. Aber Sie erst einmal vorstellen. Dann welches von den Schweinern hätten Sie gern? Das Blaue. Das Blaue? Und damit Sie noch eine Handbewegung machen würden, dann geht es weiter beim Hans. Haben Sie auch einen Beruf, der so naturverbunden ist wie Ihre beiden Vorgänger? Da würde ich eiskalt Nein, Nein sagen. Ne? Ist das ein Beruf, der nach unserem Sprachgebrauch eine Dienstleistung ist? Ja. Sie verrichten diesen Dienst an Menschen? Ja. Müsste ich da zu Ihnen kommen? Fast müssen wir ja sagen. Ne? Sag ich ja. Fast müssen wir ja sagen. Würden Sie mich da beraten? Ja. Über einen bestimmten Teil meines Lebens? Ja. Das kann ich auch. Ein Teil, der mit Lernen zu tun hat. Das könnte ja. Man könnte nein. Ein Teil, der mit Gesundheit zu tun hat. Nein. Wer soll dir was über Gesundheit erzählen? Ach. Ja, Witz. Laufen. Für diese Beratung brauchten Sie aber eine besondere Schulausbildung. Ja. Ist das Hochschul? Ja. Sind Sie im weitesten Sinne ein Lehrer? Nein. Auch im weitesten nicht. Aber Sie haben einen hohen Rang im Hochschulwesen inne. Nein. Ach so. Aber Sie haben einen hohen Rang inne. Das dürfen Sie anfangen. Ja, das ist jetzt eine Frage, 5 Mark oder nicht. Also man kann beides sagen. Ne? Ja, sagen wir mal ja. Ich danke sehr. Sind Sie im Rahmen einer weitesten Sinn gedacht, jetzt Institution tätig. Ja. Ist das eine staatliche Einrichtung? Nein. Haben Sie was mit Finanzen zu tun? Ja. Könnte man das im weitesten Sinne als Bankwesen bezeichnen? Ja. Im engeren Sinn mit Bankwesen? Nein. Ich habe schon gezuckt die ganze Zeit. Ne? Ja, könnte es denn sein, dass Sie Menschen beraten, was sie mit ihrem Geld machen sollen? Sofern sie zu viel haben.
Ich weiß, woran Sie schlucken, ich würde aber trotzdem Ja sagen. Wir klären das dann schon auf. Ich meine im Sinne, dass man das Geld anlegt oder wie man es anlegt. Jetzt müssen wir das Spiel weiterspielen. Ne? Ja, das müssen wir ja auch sicher sagen. Sie mögen das aber nicht so. Also ich tendiere so auf Anlageberater. Investitionen. Es ist richtig, aber es ist nicht präzise genug. Also er fragt weiter. Ja. Geben Sie den Kunden Tipps, was sie für Aktien kaufen sollen? Nein. Das kann man Nein sagen. Ich bin völlig ratlos, weil ich also in diesen Sphären wahrscheinlich gar nicht zu Hause bin, in den hohen Banksphären. Ich gebe weiter. Beschäftigt selber zwei oder drei Vermögensberater, ne? Ja. Aber ich weiß nicht, wie das heißt. Ja. Der Hans wird das klären. Würden Sie mir raten, mein Geld in Hypotheken anzulegen, sofern ich eins habe? Nein. Warum nein? Weil es nicht sein Geschäft ist. Also ein Geschäft könnte sein, wo legt man denn Geld an? Vermitteln Sie oder beraten Sie Menschen in Bezug auf Immobilien? Das ist alles teuflisch, ne? Im Grunde genommen könnte man überall Ja sagen und müssen eigentlich überall Nein sagen. Also es ist schon wieder Ja. Ja, obwohl Ja, muss er Nein sagen. Ja, wie nennt man das? Investment. Investmentberater. Ja, Investmentberater. Ja. Herr Dr. Laux, das kann ich ja jetzt sagen, vorher vermeiden wir ja immer akademische Titel, weil er ist Geschäftsführer des Verbandes der Investmentgesellschaft. Also er berät nicht mehr persönlich, sondern den einzelnen Kunden, das machen die Mitarbeiter der einzelnen Gesellschaften, die im Verband geschlossen sind. Die ganze Investmentsparerei hat ja in den letzten Jahren einen kolossalen Aufschwung genommen. Worauf führen Sie das denn zurück? Die Gründe für diesen Aufschwung des Investmentsparens in den letzten 10 Jahren sind vielgestaltig, aber ich sehe eigentlich 2 wesentliche. Der erste Grund ist, dass es gelungen ist, wesentliche Wissenslücken über diese Anlageform abzubauen. Hierzu zählt zum Beispiel, dass man heute nicht mehr sagt, das Investmentsparen sei etwas für sogenannte Begüterte oder für Reiche, sondern es ist eine Anlageform, wie es der Gesetzgeber auch beabsichtigt hat, 1957, eine Anlageform für jedermann geworden. Unter Investmentfonds versteht man ja vielfach nur Fonds von Aktien. Ja. Es gibt aber doch eine ganze Reihe von anderen Möglichkeiten. Das ist der zweite Grund, Herr Lemke, die Produktvielfalt. Sie ist völlig anders als 1950. Heute kennen wir neben den klassischen Aktienfonds, die 1950 gegründet wurden, auch sogenannte Rentenfonds und Grundstücksinvestmentfonds. Ja? Und diese Produktvielfalt hat auch sehr stark dazu beigetragen, dass zum Beispiel die Investmentfonds heute weit über 130 Milliarden Mark verwalten gegenüber ca. 24 Milliarden noch vor 10 Jahren. Ich sehe darin den eigentlichen Durchbruch des Investmentsparens in der Bundesrepublik Deutschland. Und die Eingangsbeträge, die Teilnahmebeträge sind ja relativ niedrig. Man kann also für 20, 30 Mark schon, das ist richtig, schon Anteile. Sehen Sie, ich sehe also hinter dem Investmentsparen aus der Sicht des Anlegers jedenfalls, steht eine sozialpolitische Idee. Man will Nachteile abbauen, die der durchschnittliche Anleger hat. Nachteile, die darin bestehen, dass eben der normale Anleger wie Sie und ich, wir können uns kein Berater-Team leisten, wie es Großanleger tun können, wie Großunternehmen. Die haben ihre eigenen Stäbe. Und der Gesetzgeber hat diese Anlageform eingeführt, um diesen Nachteil des durchschnittlichen Sparers abzubauen. Er kann über diese Anlageform sich ein Beraterteam ins Haus holen, bildlich gesehen, ins Haus holen und damit also so dastehen, wie wenn er selbst professioneller Kapitalanleger wäre. Letzte Frage. Die eigentliche Funktion des Verbandsgeschäftsführers, der Sie ja sind? Ja,
Es ist relativ vielgestaltig, dieser Aufgabenbereich, aber es sind vielleicht drei mit Schlagworten, möchte ich wie folgt bezeichnen. Er hat einmal eine Koordinierungsfunktion, das heißt, er muss unterschiedliche Meinungen innerhalb der Branche auf einen Nenner bringen und dann mit einheitlicher Meinung sich nach außen äußern. Er hat zweitens eine beratende Funktion, er berät also Politiker, er berät Ministerien, Bundes- und Landesministerien und er berät auch interessierte Organisationen. Und drittens hat er eben noch die Aufgabe, gegenüber der Öffentlichkeit Aufklärungsarbeit zu leisten, zum Beispiel dadurch, dass er regelmäßig Presseberichte herausgibt, die Sie dann in den Tageszeitungen lesen können. Oder an was bin ich teilnehmend, ne? Hier haben Sie, aber 40 Mark, ich würde, wenn Sie mir nicht an den Kopf schmeißen, sage ich, tragen Sie es doch zur Sparkasse, ne? Nein, das bekommt meine Tochter. Gut. Ja, danke schön. Schön, Wiedersehen. Die Handbewegung, Sie blättern in Akten wahrscheinlich. Sehr viel zu lesen. Ja. Gut. So, darf ich euch zum letzten Mal halt bitten, die Masken aufzusetzen? Und ich darf unseren Ehrengast bitten. Da steht noch ein schönes Wort drüber, das ich aber jetzt nicht wiederholen will. Grüß Gott, ganz schweigsam, nur Kopfnicken, Kopfschütteln. Unser Ehrengast ist männlich und es geht weiter bei der Marianne, glaube ich. Ja? Bei mir? Ja. Herr Ehrengast, Sie sind wohl gelitten beim Publikum, wie man hört. Hängt es damit zusammen, dass Sie ein Künstler sind? Also, das ist mir zu gefährlich. Bitte einen Moment. So, das ist schön. Ich habe noch eine Reserve da, falls das nicht heilt. Ja, er ist Künstler. Ja, gut. Bin ich richtig in der Annahme, dass Sie ein Mensch sind und kein Aff? Richtig, ja. Könnte es sein, dass man Sie in letzter Zeit irgendwo im Fernsehen gesehen hat? Ja. Ja. Nicken oder schütteln dürfen Sie schon, gell? Da dochten als Schauspieler. Als was? Als Schauspieler. Als Schauspieler, ja. Auch als Sänger? Eigentlich nein. Als Sänger nein. Sie sind also ein Menschendarsteller. Ja, ein Menschendarsteller. Sie sind nicht nur begabt, sondern auch sehr beliebt, wie das die Reaktion gezeigt hat. Ja. Hängt das damit zusammen, dass Sie Typen darstellen, die beim Publikum auch sehr gut ankommen? Ja. Liebenswerte Typen? Ja. So Leute aus dem Volk. Ja. Also gehe ich recht in der Annahme, dass Sie weniger der bekannt sind beim großen Publikum als klassischer Darsteller, als Charakterdarsteller eben von Typen. Ja, es war ein langer Satz, aber wir sagen ja. Aber mit Inhalt. Mit Inhalt. Sind Sie im süddeutschen Raum zu Hause? Ja. Sind Sie Freischaffender? Ja. Also hauptsächlich Film, Fernsehen? Ja. Ja, ja. Sind Sie jetzt letzthin wieder aufgeführt worden im Fernsehen? Ja. In einer Serie? Ja. Sie sind schon eine gewisse Zeit lang Schauspieler, aber einen Riesenerfolg haben Sie eigentlich erst seit etwa 10 Jahren. Müssen wir ja sagen, ne? Dann sind Sie Monaco-Franze. Helmut Dittmann.
Ihr seid richtige Spielverderber. Jetzt haben wir für seine Katz so schöne Sachen hergerichtet und ein einziges Nein. Jammervoll, gell? Wenn ich da ein bisschen was... Vielleicht schenken Sie mir es doch alles. Ja, doch ein bisschen was. Also ich werde schauen, dass wir da... Ja, aber zeigen Sie es nicht so her, weil wenn meine Katzen zuschauen, dann ist die Überraschung weg. Ah ja, verstecken wir es schnell wieder. Wir werden uns dann schon einigen, wie wir das machen. Werden wir das einmal gleich weg. Die Katzen nicht einmal, das darf sie sehen. Ja, ne? So von das, das sitzt es. Ja, sitzt. Kann man's weg. Ja, sicher ist sicher, gell? Ja, insofern, also war das völlig richtig. Es hat lang gedauert, bis der ganz große Erfolg gekommen ist. Aber es war nicht zu lang. Er ist ja noch immer da rechtzeitig. Aber ich meine, 25 Jahre sind schon lang, so ungefähr bin ich schon in dem Beruf. Und eigentlich war es nur ein Zufall. Ich saß da auf der Leopoldstraße, weil ich ja nie was zu tun hatte und dachte über mein schweres Los nach, so 7 Stunden bei einer Tasse Kaffee. Und dann kam die Barbara Valentin mit dem Helmut Dietl vorbei. Und der Helmut Dietl ist also der Autor, wie man weiß, und Regisseur von Monaco Franze. Und die Barbara Valentin kannte ich, den Helmut Dietl kannte ich nicht. Und dann hat die Barbara ein paar Worte mit mir geredet. Dann gingen sie weiter, weil sie Vorhänge einkaufen mussten. Sie standen kurz vor der Ehe. Und dann kamen sie wieder zurück, weil sie ihr Auto da stehen hatten. Frauen immer wieder zu ihnen zurück. Ja, ja. Schön wär's. Und ja, und dann hat es noch ein paar Worte gewechselt und dann ging sie wieder weg, verabschiedete sie sich endgültig, ging wieder weg und das war das Schicksalshafte. Und dann ging sie 5 Schritte weg, drehte sich noch einmal um, sagte irgendwas zu mir und dann sagte ich, komm, setzt euch doch hin, weil es ist doch so ein schöner Tag, Sommer, esst ihr Eis oder was. Und das haben sie dann gemacht und so habe ich den Helmut Dietl kennengelernt und alles andere entwickelte sich dann. So also steht ihr heute noch da sitzen und immer noch Kaffee trinken. Kaffee. Also bei dem Monaco Franze, ich habe das Gefühl, da stimmt einfach alles. Und wenn Sie sich so durch München bewegen in der Rolle, dann brauchen Sie nicht wie andere 60%, um sich in jemand anderen zu verwandeln. Das sagen Sie eigentlich selber. Ne? Ist das das Geheimnis? Ja, das Geheimnis ist natürlich ganz einfach. Das Geheimnis ist der Helmut Dietl zusammen mit seinem Co-Autor Süßkind. Man kennt ihn inzwischen vom Parfüm, den Süßkind. Und da waren die Bücher eben so gut und das musste man dann halt einfach... man muss viel dazu erfinden als Schauspieler, so ist es nicht. Ich will mein Licht nicht unter den Scheffel stellen, aber das war natürlich die Voraussetzung. Aber es ist schon ein Stück eigenes Leben, da wird damit eingebracht. Sicher, der Titel hat mich ja lange dann vorher gekannt und hat auch das natürlich benutzt, was er an mir beobachtet hat und hat es dann mit hinein verwoben. Ich weiß, wenn wir gerade sehen, die Barbara Valentin haben Sie gekannt, den Titel noch nicht, kann man daraus schließen, dass Sie den weiblichen Teil der Bevölkerung eher kennen wie den männlichen. Ne? Ja, lieber. Lieber. Also es ist, lieber Herr Fischer, es ist so... Ich komme aber auch mit Männern gut aus. Ja, ja, wir sind immer gut ausgekommen. Nein, also einem Mädchen nachlaufen ist ja überhaupt kein Problem. Die Schwierigkeiten beginnen ja erst dann, wenn man es eingeholt hat. Ne? Wie wahr? Dann geht es überhaupt erst los. Die Tatsache, dass Sie selbst einmal als Kritiker tätig waren, hat Ihnen nicht ernsthaft geschadet, ne? Na, es hat mir ein bisschen mehr Nachsicht den Kritikern gegenüber eingetragen. Aber allmählich verliere ich sie auch, weil man so viele Sachen über sich liest, die alle nicht stimmen. Von einer super Konsequenz haben Sie, denn nach dem ersten Tatort haben Sie gesagt, nie wieder. Und jetzt haben Sie gerade wieder dann einen abgedreht. Ne? Ja, ich sage nach jedem Tatort, nie wieder. Aber in letzter Zeit muss ich also wirklich sagen, die letzten beiden, die sind dann recht brauchbar. Da kann die Konsequenz auch übertreiben. Ja, auch der dann jetzt kommt, der ist also wirklich recht schön. Sehr schön. Ja. Ich glaube, die meisten kennen ja also wenigstens eine der Folgen. Hier läuft seit dem Bundesprogramm, sind Sie ja also aufgeschossen. Einen kleinen, aber besonders netten Ausschnitt aus dem Monaco Franze sollte man das eigentlich zum Schluss anschauen. Wo sieht man denn? Da drin. Da. Und die Zuschauer schauen in ihre Fernsehapparate da haben. Na, Fräulein, das ist immer noch nicht ganz das Richtige. Also wir machen jetzt Schluss. Es ist 3:45, seit einer Viertelstunde ist geschlossen. Wenn Sie sich nicht entscheiden können, dann kommen Sie doch morgen wieder.
Ja, gern, Fräulein, aber ich brauche sie heute Abend noch. Könnten Sie mir es als Geschenk verpacken? Wenn Sie sich endlich entscheiden würden, kann ich es Ihnen auch als Geschenk einpacken. Sehr nett, Fräulein. Ja, mein, was nehmen wir denn jetzt? Wissen Sie, Fräulein, es ist für jemand, der immer noch nicht das richtige Verständnis hat für eine bestimmte Sorte von bayerischem, wie soll ich sagen, wissen Sie, was ein Stenz ist, Fräulein? Dann wollen Sie vielleicht ein bayerisches Wörterbuch. Nein, Fräulein, mehr sowas wie der bayerische Mann im Wandel der Zeiten. Aber repräsentativ muss auch sein. Haben Sie, gibt es nicht ein Buch über Hausnummer, den Stolz von der Au? Über wen? Der Stolz von der Au. Da wissen Sie, das war seinerzeit sowas wie ein Hausnummer Münchner Don Juan. Gut, dann nehmen Sie die Memoiren von Giacomo Casanova. Casanova? Na, jetzt sind wir ganz auf dem falschen Dampfer. Ist was abfallen? Jetzt sage ich Ihnen ganz ehrlich, um was es geht. Ich benötige eine literarische Rechtfertigung respektive historische Untermauerung meines durch und durch unsoliden Lebenswandels. Sie verlangen etwas viel von mir. Ich weiß, Fräulein. Ja, dann nehmen Sie doch meine 99 Bräute von Sigi Sommer. Ja, das hat sie schon, das habe ich unglücklicherweise mal so zum Hochzeitstag geschickt. Das hat genau den gegenteiligen Effekt gehabt. Also wissen Sie was? Dann nehmen Sie jetzt einfach diesen Bildband. Bayern einst und jetzt. 78 Mark, repräsentativ, das für jeden was drin. Und das packe ich Ihnen jetzt als Geschenk ein. Danke, Fräulein. Sie sind jetzt wirklich wahnsinnig nett zu mir gewesen, Fräulein. Ich weiß gar nicht, wie lange das schon her ist, dass ein so hübsches Fräulein wie Sie so nett zu mir gewesen ist. So gehen die Katastrophen an, ja. Eine gute halbe Stunde könnte ich mich jetzt spielend noch mit Ihnen unterhalten. Das wäre mir ein Vergnügen, aber leider ist Zeit um. Ja, wir verabschieden uns gleich gemeinsam. Ich hoffe, es hat Ihnen ein bisschen Spaß gemacht und Sie laden uns wieder zu sich ein beim nächsten Was bin ich? Guten Abend. Ärzte und Schwestern helfen Leben retten. Aber seit es AIDS gibt, haben viele von ihnen Angst, sich anzustecken. Diese Befürchtung ist unbegründet, wenn bei Kontakt mit Blut oder anderen Körperflüssigkeiten und Ausscheidungen die Hygieneschutzmaßnahmen streng eingehalten werden. Das AIDS-Virus kann nur auf sexuellem Wege oder durch direkten Blutkontakt in die eigene Blutbahn gelangen. Bei Einhaltung aller Schutzmaßnahmen ist das Risiko, sich im Krankenhaus mit AIDS-Viren anzustecken, nahezu ausgeschlossen. Für Ärzte und Pflegepersonal besteht kein Risiko, AIDS-Erkrankte zu versorgen, da alle Schutzmaßnahmen eingehalten werden. Natürlich dürfen die Patienten Besuch empfangen. Gerade sie brauchen unser Verständnis und unsere Zuwendung. Gib AIDS keine Chance. Wenn Sie Fragen zu AIDS haben, rufen Sie an. Persönliche Telefonberatung, Köln 89 20 31. Meine Damen und Herren, wer sagt die Wahrheit? Ministerpräsident Uwe Barschel oder der